So, zum Abschluss dieses Krypto-Crash-Kurses jetzt noch ein Anliegen, beziehungsweise ich möchte dir etwas mit am Weg geben. Ja? Ich verstehe nämlich komplett, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, mehrere tausend Euro in Kryptowährung zu investieren. Entweder weil das Geld nicht vorhanden ist oder weil man sagt, man ist dieses Risiko nicht bereit einzugehen, weil wir wissen, Kryptowährungen sind volatil. Das muss man immer wieder sagen, das soll man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass wenn, so wie ich es dir gezeigt habe, in diesem Krypto-Crash-Kurs, es gibt einfach absolut schlechte Zeitpunkte, wo man in Kryptos einsteigt und die solltest du auf gar keinen Fall nehmen, diese schlechten Zeitpunkte. Ja? Aber es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man macht monatlich einen Sparplan. Ja? Ich möchte das einmal vergleichen mit einem Bausparplan. Ja? Wir gehen das jetzt dann gleich in meinen Ding hinein, also in meinen Screen Monitoring. Da zeige ich dir, wenn du einen Sparplan heißt nicht, dass du einen fixen Plan hast wie einen Bausparplan, sondern dass du einfach sagst, ich nehme jetzt monatlich 50 Euro, weil diese habe ich zur Verfügung oder diese zahle ich sowieso in den Bausparplan ein. Oder würde ich oder habe ich vor, wie auch immer, und möchte diese aber dann in Bitcoins investieren. Ja? In dem Fall würde ich das sagen, Bitcoin und Ethereum, das sind so die zwei Hauptdinger, wo man sagt, die sind wirklich stabil und da ist auch richtige Investments von großen Firmen dabei. Und man sagt einfach, 5 Jahre lang investiert man pro Monat 50 Euro, wir machen das auch mit 100 Euro, das ist einfach nur ein Klick hier, einfach zu sehen, welche Möglichkeit hat man da und was kann man da am Profit rausschlagen. Nehmen wir jetzt einfach mal als kleines Beispiel, bevor wir da einsteigen, ein Bausparplan, 5 Jahre, 50 Euro pro Monat wären 3000 Euro, die du einzahlst. Nach 5 Jahren bekommst du 3000 Euro plus ein paar Zinsen, abzüglich Käst und ähnliches. Das heißt, du bist irgendwo so um die 3200, vermute ich jetzt mal, ich weiß es auch nicht genau. Abzüglich 3% circa pro Jahr Inflationsrate, nimm das mit. Ja. Du bekommst zwar diese 3200 Euro raus, aber in 5 Jahren haben die nur noch eine Kaufkraft von circa 2300 Euro. Ja. Das heißt, die 3200 Euro sind nicht mehr dasselbe wert, auch wenn sie im Zettel dasselbe ist, aber weil es einfach alles teurer wird, mehr Geld drucken. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das ist, wenn du jetzt 5 Jahre lang oder die letzten 5 Jahre lang in Bitcoins investiert hättest, pro Monat 50 Euro. Wir haben dir hier so einen Bitcoin-Sparplan-Rechner, dein Bitcoin-Investment. Ja? Super genial, das heißt bitcoin-togo.de/Bitcoin-Sparplan-Rechner oder Minus-Rechner. Ja? Bitcoin-Sparplan-Rechner. Da kannst du das genau eingeben. Und wir sagen jetzt, wir zahlen monatlich auf 5 Jahre 50 Euro in Bitcoin sein. Ja? Und begonnen hat das vor 5 Jahren. Wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, das kannst du hier auch nicht einstellen. In die Zukunft, wir wissen nicht, wo das hingeht, aber Bitcoin geht auf eine halbe Million bis Million. Das wird einfach geschätzt von allen Experten, allen Investitionen, weil es gibt so viele Leute, die in Zukunft Bitcoin haben wollen oder jetzt schon haben wollen, aber es gibt nur eine begrenzte Stückzahl. Aber schauen wir einfach mal an, was hier passiert. Du hättest hier, wenn du also vor 5 Jahren mit 50 Euro begonnen, also vor 5 Jahren, so 2017, habe auch ich begonnen zu investieren, hättest du mit 3.000 Euro Invest dir 41.000, dass wir das nochmal genauer sehen, 363 Euro rausgeholt. Das heißt, du hättest 1.278% Gewinn gemacht. Und das mit Bitcoins und das in dem Fall dann sogar steuerfrei, mit Ausnahme die, was du im letzten Jahr gekauft hast. Aber zu einem Vergleich mit einem Bausparplan, wo wir von 3.000 Euro oder 3.200 Euro reden, schau dir mal diesen Unterschied hier an. Ja? Und das meine ich. Und sagen wir mal, du hättest das nur gehabt mit 3 Jahren, ein Sparplan auf 3 Jahre, vor 3 Jahren war der Beginn, hättest du 1.800 eingezahlt und hättest du 11.674 Euro ausgezahlt bekommen. Ja? Sag mir bitte, was du in einem Bausparplan für 50 Euro pro Monat bekommst. Und es passiert immer wieder dasselbe. Und wenn du immer nur für 50 Euro kaufst, das ist ganz wenig, aber du bist dann ein großer Part, der was halt in Bitcoins zum Beispiel investiert. Und das ist halt schon etwas anderes. Und jetzt nehmen wir einfach mal diese 5 Jahre. Für mich ist auch 5 Jahre so ein großes Ziel, weil in 5 Jahren wird sich so viel tun. Und wir verdoppeln das einfach mal auf 100. Ja, hätten wir das die letzten 5 Jahre so gemacht, hättest du aus 6.000 Euro, hättest du 82.000 Euro gemacht. Also knapp 83.000 Euro. Ja. Stell dir das mal vor, 50 Euro tun eigentlich den wenigsten weh pro Monat. Und du zahlst es einfach ein und verfolgst das alles. Was würdest du dann mit 82.000 Euro machen, ja? Wenn diese plötzlich da sind? Einfach so. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Wir reden hier, wir sind natürlich gerade beim Hoch, aber wir werden noch viel, viel höher gehen. Das heißt, wenn du jetzt in einem Jahr 1.200 Euro zum Beispiel ausgibst, ja, und Bitcoins immer wieder kaufst um 50.000 Euro zum Beispiel, ja, also pro Coin, circa im Durchschnittspreis, sagen wir,
Und der Bitcoin steigt auf eine halbe Million, verzehnfachst du ja schon diese 1200 Euro, was du im Durchschnitt, also was du ausgegeben hast im Durchschnitt für 50.000, auf 12.000 Euro, wenn der Bitcoin das Zehnfache steigt. Wir reden, ich sage immer hätten oder wenn und, aber ich möchte auch dazu sagen, hätte ich auf alle Leute gehört, die mir seit 2017 eingeredet haben, Manuel, du musst deine Bitcoins verkaufen, die werden fallen, die werden alle runtergehen, Manuel, du wirst dein ganzes Geld verlieren und der Krypto-Crash war jetzt ging runter, du hast so viel Profite gehabt, dann war die Pandemie und es ging wieder runter und Manuel, du musst verkaufen. Hätte ich auf alle gehört, hätte ich kein Geld mehr oder keine Bitcoins mehr, ja. Und wäre lange nicht so vermögend, wie ich es jetzt eben durch Bitcoins bin. Und das ist der große Unterschied. Ich vertraue zu 100% in die Kryptowährung, vor allem Bitcoin und Ethereum, das ist ganz, ganz stark. Und es ist natürlich für jeden die Möglichkeit, auch damit in diese Welt hineinzukommen und diese Profite mitzunehmen. Das Ding ist nur, die kleinsten oder die wenigsten Leute trauen sich das. Aber mit so einem Mini-Investment, das einfach zu verfolgen von 50 Euro im Monat, kann jeder reinstarten und kann jeder seine Profite mitnehmen. Und glaubt mir, es gibt nichts Genialeres als das Gefühl, wenn man sieht, wie dein Guthaben steigt für das, dass du nichts machst. Das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr auf Kryptowährungen jetzt spezialisiert habe, die letzte Zeit, weil für keine Arbeit, einfach nur investieren. Ja, natürlich muss man arbeiten, um Geld zu haben, damit man es investiert. Aber einfach zu sehen, das Portfolio wird größer und größer und größer und größer und erreicht eigentlich Summen, die du dir niemals oder ich mir auch niemals vorgestellt hätte, dass das einfach so passiert, nur dass es liegt. Und wer sind die reichsten Leute? Die Leute, die investieren eigentlich. Ja. Wir reden so, Warren Buffett hat sein komplettes Vermögen auf Investitionen eigentlich aufgebaut und bekommt halt einfach die größten Dividenden ausgezahlt und ähnliches. Ja. Genau, und das war es jetzt eigentlich zu dem, ich wollte dir das nur mit am Weg geben, dass du das siehst. Du kannst auch selbst ein bisschen ausrechnen. Hier nochmal bitcoin-togo.de/bitcoin-sparplan-rechner. Ja, ich markiere dir das nochmal, dass du das auch siehst. Kannst du hier genau selbst eingeben und einfach schauen, okay, was kann man hier machen. Man kann hier leider nicht in die Zukunft schauen, aber das ist egal. Wir nehmen einfach so ein 5-Jahres-Plan her, damit du das eben so siehst. Ja. Genau, das war es jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat das alles gefallen, was die Kryptowährungen angeht. Das heißt, der ganze Krypto-Crash-Kurs, wenn du jemanden hast, der noch nicht in Kryptowährungen investiert ist, du aber meinst, hey, nach diesem Crash-Kurs, den du hier gemacht hast, Kryptos sind eigentlich genial, weil ich habe dir sehr viel beigebracht, wo startet man, wo investiert man auf gar keinen Fall. Also weg von den Hypes. Ja. Dann, wenn niemand darüber redet, wenn der Bitcoin weit unten ist, wenn die Kryptowährungen weit unten sind, da zahlt man was ein. Oder du nimmst dir so einen Sparplan, wie ich es dir erklärt habe, weil dann hast du einen Durchschnittspreis über die lange Laufzeit, was du gekauft hast. Und du hast halt eben sehr viel erklärt. Das heißt, teile doch diese Playlist. Sag, hey, da gibt es einen Manuel, der erklärt sehr viel, was die Kryptos angeht. Gibt auch sehr viele Tipps, zeigt, wie man sich anmeldet, wie das funktioniert, was muss man achten und. Ich werde echt dankbar, weil je größer die Krypto-Community wird, umso besser wird es für uns alle, weil die Kryptos werden steigen. Ja? Und wir haben aktuell, und das ist noch etwas zum Abschluss, was ich geben möchte, was du vielleicht wirken lässt auf dich. Ja? Wir haben aktuell so viele Kryptonutzer oder Besitzer, wie es damals, wie das Internet rausgekommen ist, an Internet-User gegeben hat. Ja? Und damals hat es auch immer geheißen, mit dem Internet wird das nicht. Da kannst du, google das einfach mal nach. Niemand hat an das Internet geglaubt. Heute können wir ohne Internet nicht mehr leben. Ja? Und genau das möchte ich dir mitgeben. Damals hat niemand daran geglaubt, heute können wir da ohne dem nicht leben. Und das setze ich jetzt mal auf Kryptos um. Es wird so kommen. Ja? Und spätestens in 10, 15 Jahren wirst du denken, hey, der Manuel hat mir das damals gesagt. Und dann ist es deine Entscheidung. Zum Glück habe ich auf ihn gehört und habe da mitgemacht. Oder, ich habe das nicht gemacht und habe jetzt eben nicht von diesem ganzen Hype mit profitiert, der da entstand. Nicht nur Hype, es ist halt dann, wie gesagt, Kryptos, Internet. Vergleich das mal, google das nach. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.